ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Teil von The Long Dark. Tja, warum ich jetzt The Long Dark wieder spiele, das fragt sich vielleicht der eine oder andere. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mitgekriegt, wer das Spiel verfolgt. Aber hier in The Long Dark gibt es, Überraschung, eine neue Karte, den Coastal Highway. Den kenne ich persönlich selber noch nicht. Ich habe gestern zufällig mal reingeguckt. Also nicht auf die Karte, sondern hier in das Menü. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das spielst du doch zum ersten Mal wieder als Let's Play. Bevor du überhaupt mal reinschaust, spiele ich das zusammen mit euch. Den Coastal Highway bei The Long Dark. Vielleicht habe ich da ja mehr Glück als ja, bei der Karte davor. Die ja angeblich jetzt auch größer sein soll. Aber ich gucke jetzt Coastal Highway rein. Mal gucken, wie es läuft. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon. Auf der Straße ins Verderben oder auf der Straße ins Glück. Das werden wir dann gleich sehen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert, was ich tun muss, wo ich hin muss. Also was ich tun muss, kann ich mir schon vorstellen, aber wo ich hin muss, bleibt mir ein Rätsel. Hier ist schon mal wieder das obligatorische Häuschen. Und ein Hirsch. Gut, aber da habe ich im Moment noch nichts von. Ich habe keine Waffen oder sonstiges. Darum erstmal wieder gehe ich die Straße entlang, wo ein Auto steht. Autos gab es auf der letzten Karte auch relativ wenig. Oder besser gesagt, ja, gar keine. Darum werfen wir mal einen Blick auf dieses holde Gefährt. So, schauen wir mal. Das macht sich auch, glaube ich, ganz gut als Preview-Bild. Ah, machen wir mal so. Das ist vielleicht ganz hübsch. Einmal Knips. Vielleicht noch aus dieser Richtung. Knips. So. Auto sieht man selten. Kann ich damit irgendwas machen? Oh, Enter Vehicle. Kann ich reingehen? Das ist gut. Hallo? Hier drin ist es warm. Aber einen Schlüssel finde ich hier drin nicht. Ich kann nicht wegfahren mit dem Ding, wie es aussieht. Das wäre aber fetzig. So, Radio. Hallo? Hat das Radio an? Okay, geht nicht. Newsprint Rule. Kann ich immer noch für Feuer benutzen? Ist hier sonst noch irgendwas? Mach das Radio an. Kann ich das aufmachen? Water Bottle. Wasser ist gut. Okay, nicht viel drin im Auto. Aber dann liegt hier doch bestimmt auch irgendwo eine Leiche. Oder was? Hätte ich hier die Zeitung auch sehen können? Ich weiß es nicht. Kann ich mich auch hinten reinsetzen oder sitze ich dann wieder automatisch vorne? Ah, ich kann auch hinten. Aber hier hinten gibt's nix. Leider. Na gut, geh mal raus. Gucken wir weiter. So, großes, weites Feld. Ist viel Wasser. Oder wäre viel Wasser. Wenn es nicht gefroren wäre, ist hier vielleicht ein Toter. So, springen konnte ich auch nicht, ne? Ich konnte laufen. So, ich gucke erstmal weiter die Straße entlang. Einfach nur aus Neugier. Aber hier liegt auch soweit kein toter Mensch. Ha. Dann gehe ich jetzt die Straße lang oder gehe ich hier aufs Glatteis? Nein, ich lasse mich nicht aufs Glatteis führen. Ich gehe einfach mal die Straße weiter. Vielleicht treffe ich ja Überlebende. Sehr unwahrscheinlich. Aber ich habe auch schon wieder einen Wolfi heulen gehört. Und Wolfis sind schlecht. Wolfis sind böse. Big Bad Wauzi. Die können mir ganz schön ans Leder. Ich habe ja schon des Öfteren jetzt mal Bekanntschaft mit einem Wolf gemacht. Man hat es ja gesehen. In den letzten Teilen lief nicht ganz so gut. Mit den Vierbeinern. Ich hoffe mal, das läuft jetzt einigermaßen besser. Hier auf der neuen Karte. Ich habe vergessen, die Uhr zu stellen. Einen Moment, das muss ich noch schnell machen. Dann gehe ich gleich weiter. Ich lasse euch mal hier die Straße entlang schauen. So, da ist auch ein Haus. Das ist ganz gut. Dann werde ich da wohin gehen müssen. Vielleicht finde ich da irgendeinen geilen Scheiß. So, Uhr ist gestellt. Weiter geht's. Ja, das ist Vorbereitung, Leute. Das ist pure Vorbereitung. Ich bin professionell bis zum Letzten. Aber sieht schon sehr ähnlich aus wie die andere Karte, die man halt so kennt. Aber Straße ist, glaube ich, neu, oder? Und Auto.
Ich konnte mich ins Auto setzen, das fand ich voll super. So, Long Dark ist immer noch in der Alpha. Story-Modus ist noch nicht in Sicht, aber kommt auch irgendwann. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Freue ich mich auch drauf. So, mir ist kalt. Ich hoffe mal, ich finde was Warmes in den Hütten. Oh, was ist hier? Ist da was? Nee. Ich hätte es, glaube ich, tatsächlich besser gefunden, wenn die Karte so ein bisschen nach einem Zufallsprinzip zusammengestellt werden würde. Das bringt dann auch ein bisschen Abwechslung rein. Man kennt nicht alles schon. Also hier kenne ich jetzt noch nichts, aber für gewöhnlich Fishing Camp. Aber für gewöhnlich kennt man denn halt nicht schon alles. So, schauen wir hier ins Haus. So, ich hoffe, hier ist ein bisschen Nahrung. Nahrung wäre nicht verkehrt. So, was haben wir hier? Also, hier haben wir News. News ist immer noch gut für Feuer, Metal-Container, Bandagen sind auch nicht zu verachten. So, ich werde jetzt erstmal ordentlich schleppen. So, hier haben wir auch mal Schränke, ohne dass mich gleich ein Wolf anspringt. Aber der ist leer und der ist versperrt, verdammt. Never felt so cold in my life. Ja, das tut mir leid. Aber ein bisschen musst du noch ausharren. Vielleicht finden wir ja irgendwo irgendwas Tolles. So, wieder raus. Gab nichts Gescheites. Nur Zeitung und Bandage. Aber wir haben ja noch andere Häuser. Oh, hat das eben gerade schon geschneit? Oh, hier haben wir ordentlich Stege. Oh, und ein Wolf. Ah, da ist schon der erste Wolf. Dem laufe ich besser nicht über den Weg. Dann gucke ich erstmal hier in die Häuser. Und lass den Wolf einfach mal Wolf sein. So, 94% Kondition. Oh, schick. So, erste Schublade scheint leer zu sein. Verdammt. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht so schwer, irgendwelches Essen zu finden. Ohne Essen ist nicht gut. Oder wärmere Klamotten wären in dem Sinne auch mal ganz schick. So, was haben wir hier? Nichts. Mit dem Bett kann ich jetzt nicht so viel... Ah, ein Backpack. Na, mit dem Bett kann ich jetzt noch nicht so viel anfangen. Summit Soda. Und ein Candy Bar. Candy Bar. Gut, dann kann ich... Das kann ich wenigstens essen. Das ist ein bisschen was. So, aber sonst ist hier nichts weiter. Verdammt. Vor allem, ich komme jetzt auch nicht so aufs Glatteis, weil da der Wolf lauert. Und dem Wolf möchte ich nicht begegnen. Weil der tut mir wieder weh. Das machen die gerne hier in diesem Spiel. So, weiter geht's. So, ich guck mal eben da. Guck, da ist er. Der große, böse Wolf. Hier gibt's aber viele. Das sind bestimmt so kleine Fischerhütten. Weißt du, so Eisangeln und so. Da ist er. Schwein. Der blöde Schwein. Na gut, dann gehe ich jetzt mal wieder rein. Ins nächste Haus. Entschuldigung. Wir haben ja noch zwei. Sicherlich würde ich auch noch irgendwas auf den Stegen finden. So, was haben wir hier? Ein First Aid Kit. Wasser, Bandagen und das war's. So, ein Plastikcontainer. Da haben wir ein Sewing Kit. So, Basic Sewing Kit required to craft and repair clothing. Das ist gar nicht so schlecht. Kann ich sicherlich gut verwenden. Das ist noch hell draußen. Das wäre geil, wenn man tatsächlich auch... Oh, Holz für Feuer machen. That'll come in handy. Das ist gut. Guck, jetzt kann ich hier, glaube ich... Na, nimm es schon. Kann ich auch richtig schön drehen, ohne dass es ruckelt. Das war ja früher auch so. So, das war's, glaube ich, oder? Okay. Ich hoffe mal, der Wolf ist noch nicht bis zur Haustür vorgedrungen. Das wäre ärgerlich. Ich glaube, auch die Ladezeiten haben sich doch drastisch verkürzt. Ah, da ist er. Der Wolf. Der kommt unter der Brücke durch. Oh, scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße. Lass mich bloß in Frieden. Ich will keinen Ärger. Ich will keinen Ärger mit dir, du böser Wolf. So, hier haben wir noch ein paar Schubladen. Nobody needs this anymore. Basic Woolhead brauche ich nicht. Den habe ich, glaube ich, schon. Ich guck gleich nochmal. Und was haben wir hier? Oh, Baumwollsocken. Die nehme ich mit. Die habe ich, glaube ich, nicht. Und wir haben noch eine Schublade. Ich hoffe mal, hier ist ein bisschen was zu essen drin. Cotton Long Underwear. Nehme ich auch mit, vielleicht. Brauche ich sie noch? Ich weiß nicht, was ich anhab. Ich muss gleich mal im Inventar gucken, was ich gerade trage. So, ich habe folgendes Clothing. So, Cotton Long Underwear habe ich an. Das hier hält ein bisschen wärmer, darum ziehe ich das an. Schnips und das hier, na, das brauche ich nicht. So, was haben wir noch? Ich hatte noch was eingesammelt. Cotton Socks.
Das klingt gut. Die ziehe ich an. Oh, sie sind Wollsocken. Oh, Wollsocken sind tatsächlich wärmer. Das ist gut, dann bleibe ich dabei. Thin Cotton Socks, not very warm. Na gut, dann kann er weg. So, da liegt es. Ich schmeiße einfach mal meine Klamotten auf den Boden und ich hoffe mal, dass mich der Wolf jetzt nicht überrascht. Oh, eine Kiste, ein Metallcontainer unterm Bett. I could use this. Oh, Beef Jerky. Das ist gut. Das bringt ordentlich Tinte auf den Füller. So, und jetzt wieder zurück. Und hoffe, dass der Wolf ganz weit weg ist. Also ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Ist er weg? Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Geh so weg. Wo bist du? Du Schwein. Du Schwein. Wo ist er denn? Ist hier nirgends. Oh, bellt mich einfach an. Wolf, du... Oh, nein. Wolf. 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 Okay. Das wird jetzt schwierig, hier wieder rauszukommen. Ich bin hier gefangen und kann nicht aus dem Fenster gucken. Ich würde gern einfach... Oh, liegt da noch was? Da liegt ja noch was. Unterm Bett? Hundefutter. Can of wet dog food smells bad, but eating it is better than starving, probably. Na gut. Denn halt Hundefutter. Liegt hier auch noch was unterm Bett? Ich würde das Hundefutter ja gerne dem Wolf hinschmeißen, aber ich glaube, der kaut denn doch lieber an mir rum, als auf irgendeinem kalten Gedönse Hundefutter. So, schlafen wäre jetzt nicht cool. Wie sieht's denn hier aus? Also Hunger, naja, das geht noch. Kalorien, das sieht auch noch gut aus. Ja, was machst du, Minjung, was machst du? Du bist so, hier ist auch arschkalt, hier drin ist es einigermaßen warm. Kann ich vielleicht irgendwie was reparieren? Wo ist es denn? Repair. So, was wäre denn mal angebracht? Cotton Long Underwear könnte ich reparieren, brauche ich aber. Hier Dings, Stoff. Das habe ich im Moment nicht, oder? Warte mal, kann ich nicht einfach Stofffetzen rausreißen aus dem, was ich vorhin auf den Boden geschmissen habe? Bitte lass den Wolf jetzt nicht hier sein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, oh, du blöde Sau. Ja, ich laufe. Okay, der Wolf läuft mir nicht hinterher. Das ist gut. Hab ihn abgehängt. Wie auch immer. Oh, das ist aber schon ein tückischer Anfang, wenn mir schon gleich ein Wolf über den Weg läuft. Das hätte auch böse ausgehen können. Oh, der kommt ja immer noch. Du Schwein. Geh weg, du Schwein. Oh Gott. Scheiße. Okay, jetzt wird's ein bisschen eng. Ich hoffe, ich komme da noch hin. Das hat noch nicht mal eine richtige Tür. Oh, Scheiße. Okay, Freunde, das könnte ein kurzer Teil werden. Der Wolf läuft mir immer noch hinterher. Meine Kondition ist auch nicht mehr die beste. Da hinten ist noch ein Haus, aber es ist noch so weit zu dem Haus. Okay, ich kann normal gehen. Der Wolf ist jetzt nicht gerade der Schnellste, aber ich behalte ihn im Auge. Oh Gott. Bleib bloß da. Der macht mich schon ein bisschen nervös. Ich drehe ihm jetzt den Rücken zu. Und gucke ihn wieder an. Das ist mir nicht geheuer. Der läuft mir tatsächlich den ganzen Weg hinterher. Ist ein sehr anhänglicher Wolf. Wird es schon dunkel? Nein, es wird nicht schon dunkel. Oh Gott, und der Wolf kommt immer näher. Fang bloß nicht an zu laufen. Ich beschmeiß dich mit Hundefutter, wenn es nicht anders geht. Hm, was ist das? Ein Zaun. Da geht die Straße weiter. Ich muss doch nur da hinten zum Haus kommen. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen laufen. Meine Kondition lässt auch langsam zu wünschen übrig. Auf 69 ist die bereits gefallen. Aber der Wolf bleibt weiter hinten. Das ist gut. Ich hoffe, hier ist nicht nur einer. Da liegt irgendwas im Eis. Aber ich kann nicht gucken. Ich muss zu den Häusern da hinten. Oh, große Güte. Du versaust mir den ganzen Run, du blöder Scheißwolf. Oh, da ist auch noch ein Wolf. Ich glaube, ich breche ins Essen. Okay, dann doch ab zur Straße. Ihr könnt mich alle mal. Scheiße. Na, Wolf zur Linken, Wolf zur Rechten. Das ist nicht angenehm. Ich habe nicht viel Bewegungsfreiheit. Und mir ist kalt. Und ich habe Angst. Und
der Wolf riecht nach Fuß. So, jetzt aber schnell. Ist da hinten irgendwie so ein Ausguck? Ich sehe, ist das ein Baum oder ein Ausguck? Und da sind wir. Gehst du hoch. Okay. Kommt er mir hier auch noch hinterher? Ich glaube, ich... Ich glaube, ich kann ihn hier abhängen. Der Wolf macht komische Geräusche. So, hier ist das Haus. So, jetzt lass mich hier einfach rein und lass mich in Frieden. Ich will mit dem Wolf hier nichts zu tun haben. Lock Sword. Ob ich hier die Lock Lady finde? So, alter Vater. So, und hier geht's rein. So, oh, das ist ja hübsch hier. Hallo, kann ich auch Licht machen? Das Spiel wurde gespeichert, das ist in erster Linie schon mal ganz gut. So, dann gucke ich mal, was es hier gibt. Ist eine schöne Wohnung. Auch eine sehr hübsche Wohnung. Gefällt mir. So, nimm mal eine Water Bottle. So, zu trinken ist jetzt aber erstmal sekundär. Ich brauche hauptsächlich Essen und Wärme. Wärme wäre jetzt... Wärme wäre jetzt schön. Freunde, das ist der Wolf von draußen. Der macht Krach. Und es stört ihn gar nicht, dass ich hier zu tun habe. So, hier haben wir noch einen Küchenschrank. I don't feel so good. So, hier finde ich nichts. Da haben die aber nicht viel übrig gelassen. Dieser Wolf macht mir hier das Leben schwer. So, aber hier in the fridge wird doch bestimmt was drin sein. Ja, Wasser. Mit Wasser kann ich mich totschmeißen. Und was brauche ich jetzt? That'll come in handy. Oh. Ein Fisch. Lake white fish. Cooked white fish. A bit tasteless, but better than nothing. Ja, nehme ich. So, was haben wir hier im Freezer? Ja, man nischts. So, wie sieht's aus? Also, Hunger geht noch, das halte ich noch aus. Was ist das? Lantern Fuel. Ist per se gar nicht schlecht, aber dazu fehlt mir auch noch die passende Laterne. So, oh, ein Badezimmer. Hübsch, was haben wir hier? Antiseptika wird genommen und eine Newsprint-Roll, auch schön, aber die habe ich auch schon im Auto gefunden. Eine Toilette. Da kann ich Wasser draus schöpfen. Mache ich das? Ja. Nehme ich. So, taking water from the toilet. It's tasty as fuck. So, und hier noch Grape Soda. So, hier ist nichts in der Dusche. Wie spät ist das? Es ist 12.41 Uhr. Mittagszeit. Und ich habe nur Beef Jerky und einen kalten Fisch. So, was ist im Ofen? Kann ich den Ofen eventuell verwenden, um Gedönse zu kochen? Sieht nicht so aus. Schade. Das wäre eigentlich fetzig. So, was haben wir hier noch? Nochmal Lantern Fuel. Und noch mehr Wasser. Gott, Wasser. Gibt's hier echt eine ganze Menge. So, wie viel Wasser habe ich denn jetzt überhaupt? So, schauen wir mal. Food and Drink. Water habe ich 4,5 Liter inzwischen. Das ist eine ganze Menge. So, den würde ich auch gern kochen. Den Fisch nochmal warm machen. Der ist doch bestimmt wesentlich angenehmer, wenn er gekocht ist. Noch mehr Wasser. Und Cardboard Matches. Auch sehr schön. So, inzwischen habe ich hier alles durchsucht. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Da kann ja noch nicht alles. Fleece Sweater. Der sieht schön aus, aber passt furchtbar aus, meine ich, aber passt sehr schön in die Weihnachtszeit. Es sind nämlich Elche drauf. So, und was haben wir hier? Bringt der mir was? Plus 3 Grad. Jo. Könnte theoretisch was bringen. Thin Wool Sweater bringt mir noch mehr. Das macht überhaupt gar keinen... Ach so, doch. Na gut, dann ziehe ich den an. Kann ich den irgendwie kaputt machen? Den will ich nicht droppen, aber ich behalte ihn mal. Vielleicht kann ich da mit irgendwas noch machen. Später. So, hier ist nichts weiter. Dann gucken wir mal hoch, was es hier oben gibt. Das ist das Schlafzimmer und in diesem Schlafzimmer, meine lieben Freunde, liegt ein Toter.
Und der Tote hat eine Hatchet dabei. Das sieht gut aus. Die kann ich gebrauchen. So, gib's dir her. Die Musik ist bedeutungsschwanger, aber er hat einen schönen Flachbildfernseher hier. Mitten im Nirgendwo. So, was hast du, Rudermann? Nichts. Also da habe ich jetzt mehr erwartet. Du bist nicht im Recall. So, hier ist nichts drin. Und hier wieder ordentlich Schubfächer. Schauen wir mal rein. What have we here? Oh, ein Premium Wintercoat. Das ist gut. Den nehme ich mit. Ich glaube, mit dem kann ich arbeiten. So, da geht nicht auf. Hier haben wir noch eine Mütze. Die ist aber nicht gut konditioniert. Und hier haben wir nichts. Liegt was noch unterm Bett? Nope. Nothing is under the bed. Aber wir haben hier noch mehr Gedönse. Wieso kann ich nicht mehr aufstehen? Steh auf. Stehst du auf? Der steht nicht mehr auf. Freunde, ich kann nur noch kriechen. Ne, jetzt geht's wieder. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir eine Daunenskijacke. Ich guck mal, was wärmer ist. So, und hier haben wir nichts. Gut, dann gucke ich mal. Wir haben hier eine Daunenskijacke. Windproof 3 und wärmer ist es 0,7 Grad. Schwupps. So, was hatten wir hier noch? Workboots. Oder Premium Winter. Oh, hallo. Na, das Ding ist super. Das wird mal gleich angezogen. So, was habe ich denn? Wollsocken, Basic Boots sind nicht gut. Die hier sind sehr gut. Die sind nämlich sehr warm. Dann droppe ich die mal gleich. Fleece Sweater kann ich... Ach komm, leg sie hin. So, ich kann auch nicht mehr so wahnsinnig viel tragen. Darum packe ich das erstmal... Ja, packe ich hier mit zu den anderen Sachen. Hier, die Skijacke droppste. So, jetzt haben wir wieder, können wir wieder 10 Kilo mehr schleppen. So, ich werfe mal jetzt einen Blick nach draußen. Das hier wird mein neues Lager. Hier möchte ich hausen, wenn ich mal Ruhe brauche. So, jetzt geht auch die Kälte etwas weiter runter. Ich werde mal einen Happen essen. Was haben wir denn da? Wir haben... hier ist ein Candy Bar. Chocolate and Nuts. Klingt schick. Wird aber meinen Hunger, glaube ich, nicht so sehr stillen. Aber dafür habe ich ja noch den dicken Fisch. So, ich habe auch ein bisschen Hunger. Wir haben ja 5 Liter Wasser. Da sollte man mit auskommen. Oh. Zack. So. Ich habe 0,3 Liter Wasser getrunken und bin jetzt wieder vollständig undurstig. Das ist gut. Oder wie sagt man, wenn man nicht mehr durstig ist? Sitt. War das Sitt? Es war Sitt. Mir wird zugenickt, es war Sitt. So, was ist... Oh, was ist denn hier? Ist hier noch irgendwas? Nee, das ist wohl nur zur Deko da. Gut, dann gucke ich hier nochmal aus dem Haus raus und dann gucke ich, was es ist. Insulated Boots. I could use this. Waterproof Outer Felt Linear. Design for Cold Weather. Schauen wir mal rein. Bringt mir das was? Ja, das sieht ganz gut aus. Oh. Ja, die nehme ich mit. Entschuldige. Ziehst du an. Hält warm draußen. Und den restlichen Scheiß, den stellst du hier hin. Die Workboots brauche ich jetzt nicht. Droppst du, stellst du schön in die Ecke. Naja, fast. So, und wir gucken jetzt nochmal kurz raus, ob der Wolf da ist. The Big Bad Wauzi. Okay, kein Wolf da. Das ist gut. Nur ein Hirsch. Aber den werde ich wohl kaum mit einer Hatchet klein kriegen. Darum schauen wir hier nochmal ins Haus. Und Freunde, dann sage ich mal, wohlen Mutes, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Teil von The Long Dark. Es geht weiter. Demnächst. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Und ciao.